So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute machen wir mal ein bisschen was mit dem Preferences-Menü ähm, auf Deutsch Einstellungen. Wenn man das klickt, geht hier ein neues Fenster auf. Und ich habe so einige Fragen in letzter Zeit bekommen bezüglich meiner Einstellungen. Und da gehe ich jetzt mal hier den einen oder anderen Punkt durch. Und zwar zuerst mal unter Appearance die Mieter. Hier habe ich einfach alle nach unten gezogen, so dass bei mir nur Gelb übrig bleibt. Deswegen sind meine äh, Metas auch alle Gelb und nicht dieses typische komische Regenbogenfarbenzeug. Hier kann man das einfach sich so einstellen, wie man das gerne hätte. Und ich habe es halt am liebsten Gelb. Dann unter Controls zu finden. Hier Slider Mode. Den habe ich immer gerne auf Relativ. Das bedeutet Gehen wir hier in den Mixer rein, dass ich jetzt überall hier in diesem Bereich klicken kann und kann von dort aus meinen Fader ziehen. Hätte ich hier zum Beispiel Jump, dann würde der Fader, wenn ich jetzt hier klicke, hier hinspringen. Und dadurch kann man sich... Oh, den einen oder anderen Mix äh, ganz schnell ruinieren, <laughs> wenn man da mal aus Versehen klickt. Deswegen habe ich das bei mir nicht so. Ähm, Ramp gibt es dann noch, Touch und Relativ. Bei mir ist immer Relativ. Ramp ist, dass er nicht direkt hinspringt, sondern dass er so langsam dahin gleitet. Hör nett, brauche ich aber nicht. Relativ. Dann Knob äh, Mode, äh, beziffert wie die Drehregler reagieren. So, zirkulär oder circular, was hier steht, wäre, wenn man, also da muss man einen Drehregler mit der Maus anklicken und dann quasi mit der Maus so im Kreis rumfahren. Also klicken und dann im Kreis um den Fader rumfahren. Das finde ich immer voll ätzend irgendwie, habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen ist bei mir immer linear. Das bedeutet, ich klicke, wenn jetzt hier der, der Regler wäre, ich klicke drauf, ziehe nach oben oder unten und der Regler dreht sich dann. So, was habe ich hier noch auf meinem Zettel? Tools. Okay, gucken wir mal bei Tools. Was könnte ich. Ach ja, da kam öfter die Frage, wenn ich rechts klicke, kommt bei mir irgendwie nur diese, diese kleine Toolbox und nicht das Menü. Das ist dieser Punkt hier. Pop-up, Toolbox und Right-Click. Wenn ich das hier anwähle und dann hier rechts klicke, dann habe ich nur meine Tools-Auswahl. Und ich müsste jetzt äh, Steuerung drücken, um in mein Menü reinzukommen. Steuerung rechtsklick. Das haben die, glaube ich, mit Cubase 4 oder Cubase 5, äh, weiß ich jetzt gar nicht, äh, geändert einfach. Früher war das so Standard, also ohne Steuerungstaste. Und jetzt ist es eben so, äh, als äh, wenn man das Programm quasi neu installiert, voreingestellt. Naja, ich habe es lieber so, wie es früher war. Deswegen habe ich das hier abgewählt. Und. Rechtsklick normal geht bei mir ins Menü und mit gedrückter Steuerungstaste komme ich hier in diese Tools Auswahl. Okay nächster Punkt nur auf mein Zettel gucken hier Event Display. Was können wir denn da finden? Ähm, ah ja da habe ich bei mir angewählt, aber auch erst kürzlich Show Data on Small Track Hates. Also dass er mir auch zeigt was in den Events drin ist, selbst wenn ich nur ähm, hier eine reihe höhe habe das ist jetzt hier eine reihe das wären zwei reihen ab hier würde er mir dann normalerweise anfangen sachen anzuzeigen ich kann mal was aufnehmen aus spaß so dann sehen wir mal was hier im event sich befindet juhu ja nice so jetzt sehen wir hier was drin ist und wenn ich jetzt hier rübergehe dann würde man im normalfall hier nichts mehr sehen und der normalfall würde dann so aussehen und da ich mich aber öfter hier in dieser einen Reihe befinde, weil ich öfter mal diesen Zoom-Befehl nutze, einfach mit gedrückt, also mit Z-Taste, wenn man die drückt, dann kann man hier in, eine, in einen Track sehr fein reingucken. Aber der Nachteil ist, automatisch werden alle anderen Tracks auf eine Reihe kleiner gemacht. Ich drücke jetzt mal hier auf Z. Und wir werden sehen, dass das hier wieder kleiner wird. Und dann verschwindet da immer alles. Naja, und ich sehe halt trotzdem gerne, was drin ist. Deswegen. Hier das angewählt. Dann äh, Show Event Names wäre normalerweise auch angewählt. Das ist aber ein bisschen nachteilhaft, jetzt zum Beispiel in dieser Ansicht, weil hier dann quasi alles verdeckt wird. Das habe ich schon wieder quasi gesagt, ne? Ich sage ziemlich oft quasi, habe ich die letzte Zeit in meinen äh, Videos gesehen. Egal, kann man nichts machen. Ist also, Ist mein Füllwort. Äh, Show Event Names also wieder weg. Und schon sieht das hier irgendwie cooler aus. Gut, nächster Punkt. Mensch, ich kriege das hier One Take durch. Was geht ab? Äh, Event Display hatten wir. General. Gucken wir mal hier rein. Was war hier? Show tipps Ach ja, genau. Ähm, bei manchen Rechnern ist es wohl so, dass äh, immer wenn dieses, diese Tooltips kommen, ich zeige das mal. Wenn man jetzt hier irgendwo drauf geht und stehen bleibt, dann kommt ja hier dieses Snap On-Off on oder hier zum Beispiel Object Selection. Und ähm, in Windows kann man ja einstellen, ob das eingefadet wird oder nicht. Und manchmal, wenn die Grafikkarte irgendwie nicht so mitmacht, dann äh, kann dieses Einblenden von diesem, diesem Tooltip äh, kann dann zu Knacksern im Audiobereich führen, weil dann irgendwie die CPU plötzlich nach oben springt. Und wenn man so einen Rechner hat, dann kann man das damit beheben. Schau Tipps, haken weg. Und jetzt kommen keine Tipps mehr. Das heißt, wenn die oben Maus stehen bleibt, fängt er nicht an im Hintergrund irgendwelche Tooltipps zu suchen und die dann einzublenden, sondern er macht einfach nichts. Das war das. Als nächstes Transport. Das ist hier. Was würde ich hier finden? Ah ja, ich habe bei mir eingestellt Return to Start Position und Stop. Das ist jenes hier, wenn ich zum Beispiel auf Space drücke. So, ah ne, das hören wir uns jetzt nicht an. Gehaltene Alt-Taste und M mutet das Objekt oder das Event besser gesagt. Ich drücke Play. Und wenn ich jetzt im Normalfall auf Space-Taste drücken würde, würde der Cursor hier anhalten, wo ich Stopp drücke. Aber ich habe es lieber, dass er dann zurückspringt, weil ich dann schneller wieder von dort starten kann. Und wenn man sich mal irgendwie was ein paar Mal anhören muss, ist das einfach. Irgendwie wesentlich einfacher als ich jetzt zum Beispiel hier den Marker hinzusetzen auf das numerische Pad 1 zu drücken. Play. Ja, gut, jetzt geht er nicht zurück. Egal. Uh, Play 1 1. Ne? Das ist auch cool, aber irgendwie habe ich es lieber direkt auf Space. Ist Gewöhnungssache. Okay, nächster Punkt. Das flutscht ja hier. Uh, locate habe ich hier noch stehen. Dislocate. Uh, hier. Ach ja. Äh, wenn man aus anderen äh, DAWs kommt, Digital Audio Workstations, dann könnte man es gewohnt sein, dass wenn man, wenn man hier ins leere Feld klickt, dass dann der Cursor mitwandert. Hier in Qbis ist es normalerweise nur so, dass er hier oben in diesen Feldern eben mitwandert. Oder durch Plus und Minus und so weiter. Ähm, aber wenn man das gewohnt ist, dass wenn man irgendwo ins Leere klickt, dass dann da direkt dieser, dieser Cursor hinspringt, dann kann man das auch haben. Und zwar hier. Aber ich, ich mag das nicht so sehr. Gut, haben wir das. Machen wir das wieder weg. So, nächstes Ding: VST. Was finde ich hier? Ach ja, hier habe ich angewählt: Connect Sense automatically for each new created channel. Das bedeutet, dass jeder neu kreierte Kanal direkt mit den Sense verbunden wird mit den bestehenden Effect Return Kanälen. Und bei mir in meinem Template sind ja immer acht Effect Return Kanäle direkt vorhanden und jeder. Audio-Kanal oder überhaupt jeder Kanal, glaube ich. Ja. Jeder Kanal, den ich neu erstelle, kriegt hier direkt das Routing quasi voreingestellt. Das heißt, ich muss nicht erst hier die ganzen Effekte alle anwählen und so und einstellen, sondern die sind automatisch hier vorgewählt, angewählt. Ich muss nur anmachen und hochfahren und gut. Das kann Arbeit beschleunigen, wenn man auf diese Arbeitsweise eben steht. Ich stehe drauf, deswegen habe ich das gerne so. Also ich kann auch hier nochmal neuen Kanal. Audio 6. Edit. Und hier sieht man direkt schon vorgerooted. Coole Sache. Okay, das war der Punkt. For Plugins. Ach ja, die meistgefragte Frage ever ist die hier. Wie habe ich es geschafft, dass meine Plugins so ordentlich sortiert sind? Na, das habe ich nicht selber gemacht, sondern das geht hier mit einem ganz kleinen Häkchen bei diesem Punkt. Sort VST Plugins äh, Menü bei Vendor, das heißt äh, bei Herstellern. Und wenn man das ausgewählt hat, dann werden die Plugins nicht mehr so sortiert, wie sie in dem VST Plugins Ordner im Explorer dargestellt werden, sondern eben nach Herstellern. Und ja, finde ich gut. Deswegen habe ich das so. Und ich werde oft danach gefragt, wie ich das gemacht habe. Jetzt habe ich es preisgegeben. Ähm, habe ich noch irgendwas auf meinem Zettel? Nein, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Hervorragend, dann sind wir schon durch. Dann wünsche ich wie immer noch einen schönen Tag und wünsche alles Gute. Bis dann.